Hallo YouTuber Internet und willkommen zu S15 hier auf der Karte Sosnovka. Wir spielen auf der PlayStation 4 und warum hängt mein Anhänger so durch? Ich weiß es nicht. Achso. Vielleicht doch. Gut, wir müssen Raps abtanken, unbedingt. Denn das nächste Feld wartet schon. Achso, wir haben Gras gemäht, ne? Da muss ich noch. Gezettert haben wir auch schon. Das heißt, müssen wir noch in Bahnen bringen. Das machen wir gleich mal. Jetzt machen wir hier den Anhänger noch voll und dann müssen wir gleich zum nächsten. Und ich muss gleich mal gucken mit dem Schneidwerk. Ich weiß, das ist 900. Das war doch das große, oder? Der hat doch kein größeres mehr. Gucken wir mal gerade in den Shop, aber ich bin mir auch nicht ziemlich sicher, dass es kein größeres gibt und ich hoffe. Doch. Ich weiß auch nicht warum. Also es sieht irgendwie sieht es nicht viel größer aus. Na gut, es sind 2 Meter. Ja, 2 Meter immerhin. Aber da gibt es halt kein breiteres. Und bei den anderen ist das dann da breiter. Ja, 12 Meter. Das ist natürlich eine Hausnummer. 12 Meter, der ist sogar 13,7 Meter. Wow. Der hier auch. Das sind dann diese Klappbahnen, ne? Da müsste man uns natürlich dann mal so einen passenden Schneidwerksernte-Wegmachmaschine holen. Ja, 430.000, also den hätte ich schon gern mal. Das wäre nochmal so ein Traum. Den nochmal zu besitzen, bevor LS17 rauskommt. Wir müssen sparen. Gut. Der tankt vor sich hin. Dann heißt das, wir können hier mal rüberlaufen und müssten jetzt mal Schwaden. Guck mal, wo ist denn? Da ist er. Ich dachte schon, der ist weg. So. Der Schwaner steht ja hier schon bereit. Auch wenn der Traktor dafür ein bisschen überdimensioniert ist. Aber ich glaube, ein großer Schwaner war dann doch nochmal wesentlich teurer, ne? Was kosten diese ganz großen Dinger? Wollen wir mal ganz kurz gucken. Schwaner 75.000 und der hat dann 19 Meter. Das wäre natürlich jetzt passend zu dem Traktor, den wir jetzt haben, ne? Wohl 130 PS brauchst du dann nur. Da wäre schon eine feste einmal rüber und das Feld ist fertig quasi. Ich glaube, das wäre für uns eine vernünftige Anschaffung. Sollten wir mal drauf hinsparen. Gut. Jetzt klappen wir erstmal aus. Genau. Nein, ausklappen. So. Los geht's. Nicht so weit drehen. Gibt wieder Mecker. Ach, guck mal hier, die Einstellung, ne, wo die sind. Da musst du ja auch schon ganz schön krumm machen. So, warte mal, und hochklappen. Ne, das ist an und aus. Und das ist hoch, ne? Ja. Ich hätte auch mal im Kreis fahren können, die ersten vielleicht. Die erste Runde hier. Dann haben wir ein bisschen mehr Platz. So, dann mache ich den jetzt nochmal runter. Und dann mal einmal hier rum. Dann haben wir hier schon alles, die Kante wenigstens mal sauber. Vielleicht fahre ich sogar noch eine zweite Runde. Ja, vielen Dank nochmal an dieser Stelle für über 7000 Abonnenten mittlerweile. Und
Ich weiß noch nicht, ob ich dann ein Spezial mache. Muss ich mal gucken, weil aktuell haben wir echt wirklich sehr viel um die Ohren. Was es alles so an Titeln aktuell hier gibt. Und da muss ich natürlich auch am Ball bleiben. Fernbus-Simulator hänge ich ein bisschen hinterher. Also auch wieder was Neues kommen. Warte ja allerdings auch noch auf den Patch, ne? Mal sehen. Vielleicht machen wir vorher noch was. Und ich mache mir mal Gedanken. Vielleicht fällt mir was Schönes ein, was wir mal irgendwie mal starten können als kleines Special. Ja. Ja, also das wird uns echt eine Masse Arbeitszeit abnehmen, wenn wir uns dann, also ich werde jetzt aber auch nicht den großen, den mittleren Schwaner kaufen, also wenn, dann da ich das ganz große Ding, ne? Mit dem Ding nicht vernünftig rückwärts fahren, habe ich das Gefühl. Ja doch, muss halt ganz dezent einlenken. So. Und weiter geht's. Oh. Vorsichtig. Na, es ist mal so spontan schnell rückwärts gehen. Ich muss wirklich so sensibel lenken. Muss man da wieder die Rundbeinpresse auspacken. Und dann machen wir mal schöne Silagebein. Dafür, dass wir das Feld hier aus Versehen angelegt haben, finde ich es gar nicht schlecht. Dass es hier so schön dicht dran ist. Mal gucken, was wir da am Bein rauskriegen. Ich bin mal gespannt. So. Brauchen ja auch den Traktor hier gleich wieder. Ich meine, gut, Beinpressen könnt ihr auch mit dem Case machen. Nochmal mit hier. Und den Drescher müssen wir gleich mal umsetzen. Da müsste ja auch gleich durch sein. Das Geblinke kann ich ja mal ausmachen, oder? Ups, war da hier auf dem Feld. So. Noch zwei Runden. Dann haben wir's. Und nochmal zurück das Ganze. Ich weiß noch nicht, den Climb ist wahrscheinlich auch behalten. Ich glaube, vielleicht brauchen wir den nochmal. Oder? Kommt der dann gleich weg? Eigentlich könnte auch weg, ne? Ja, dann verkaufen wir den. Ich mache mal, der frisst ja auch noch Geld dann. Dann hauen wir den weg. Überredet. Und dann irgendwo einen guten Verkaufspreis für. Dingens. Markschnitzel haben wir nicht. Gestern. Raps, ja, 2-1 an der Bäckerei. Ja, könnte man machen. Na, könnte man zur Bäckerei bringen. Dann haben wir wieder ein bisschen Kohle.
Bevor ich das alles wieder vergesse, fahren wir mal zum Händler. Moment. Da müsst ihr einfach nur. Genau. Links rum. Hauen das Ding hier gleich mal weg. Und dann werde ich gleich den anderen. Voilà. Nein, ich fahre nicht falsch rum. Ich wollte nur mal gucken, ob hier. Alles in Ordnung ist. Aber ist alles ruhig. Somit können wir wieder in eine andere Richtung fahren. Aber jetzt müsste ich mal geblinkert machen, ne? Warte mal. Ich fahre mir wieder zurecht heute. So, eine Drescher. Eine Drescher muss umgesetzt werden. Deswegen drücke ich mal aufs Gas hier. Dass ja eigentlich jetzt nicht so einig ist. Und ich auch mal dran denken muss, wo ist denn eigentlich der Eierverkauf? Der müsste doch hier auch irgendwo sein. So. Was ist denn die Verkaufsfläche? Okay. Da. Ja, Orientierung war sein liebstes Wort. Möchte ich bitte? Reicht das etwa schon? Das wäre cool. Nee, nicht ganz. 75.000, ihr Schweine. Gucken wir mal kurz rüber zu dem. Oh. Sag doch was. Hatte ich jetzt hier nicht im Vorgewende gemacht? Dachte ich. Nicht? Ich bin vor die letzte Runde hier alleine. Dann ziehen wir den gleich rüber zur anderen Seite. Und da müsste ich dann auch nochmal ein Vorgewende machen. Und dann wird der Raps wird gleich verkauft. Da geht an die Bäckerei. Dann nehmen wir drüben gleich den neuen Schwaner mit. Den brauchen wir ja dann auch später fürs Feld, dann wenn wir mal wieder pressen wollen. Also jetzt nicht nur für das Gras. Ne? Und in der nächsten Folge machen wir auf jeden Fall auch die Silagebein fertig. Steht dann auch noch auf der Uhr. Das macht dann. Ja, das können wir auch mit dem Großen machen. Wieder fixe kleine Feld, ne? So, pass auf. Und jetzt. Kommen wir mal rüber. Das ist natürlich ganz praktisch, dass man hier gleich weitermachen kann. Und die Hubs noch mal ein bisschen höher machen. So. Und dann vielleicht auch alles mitnehmen. So, machen wir mal ein kleines Vorgewende. Müssten wir, glaube ich, auf der anderen Seite auch machen. So, wir brauchen noch ein paar Leute für unsere Community, für die PlayStation 4. Sucht doch mal, wenn ihr da Lust drauf habt, nach Community SimonTube und dann würde ich euch da mit aufnehmen. Einfach dafür gedacht, dass sich vielleicht ein paar Spieler finden, die ähnliche Spielweise wie ich haben. Und also wenn du dich bewirbst oder vielmehr dann einfach um Einlass bittest, dann wäre es toll, wenn du halt auch so denkst, also oder auch dann deine Spielweise dementsprechend so ist. Und wenn da irgendein Depp dabei ist, der halt völlig aus der Reihe steht, sagt Bescheid und dann
Müssen wir mal drüber reden, ob die dann da noch drin bleibt. Und ja, ich würde mich also freuen, wenn das mal klappt, dass dann halt wirklich jeder im Spiel drüber mal zusammen bekommt. Das ist halt der Sinn der Sache, ne? Und für die Zukunft werde ich dann vielleicht... Ja, ich habe immer noch kein Online-Dings da gekauft. Somit kann ich noch nicht online spielen, aber könnte mir gut vorstellen, dass spätestens mit LS17, dass wir dann vielleicht mal über dieses Community-Tool dann mal was machen und einfach mal so just for fun, muss ja nicht unbedingt eine Aufnahme sein, da mal eine Runde spielen. Ist auch schön mit der Scheibe und so alles installiert, ne? Sieht ganz gut aus. Und ähnlich würde ich mir das Spiel dann auch mal für die PC-Version vorstellen, aber da müssen wir uns nochmal über die geeignete Plattform streiten. So, das ist halt hier schön einfach gemacht bei der PlayStation. Gut, den Rest soll er dann alleine machen. Jetzt werden wir mal richtig hindrehen. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und toll, dass ihr überhaupt dabei seid. Vielen Dank für euer Abonnent und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Heute kommt noch Belgique Profonde, also gerne dranbleiben. YouTube, macht's gut, ciao.